Erst ist doch nichts Neues. Willkommen zurück. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid zu einer neuen Ausgabe. Der Gothic 1 Definitive Edition Version 2.0.2 Alpha. Und, ja. Weiter geht's hier im alten Lager. Wie oft habe ich euch denn angesagt? Rennt nicht durch meine Hütte! Hallo Kyle. Was ist dein Problem? Mann, lass mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut habe. Bau deine Hütte nicht an den Graben, haben sie gesagt. Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue. Als ich vor ein paar Tagen aus der Mine wiederkam, hatte ich eine zweite Tür. Diese Schweine. Ich hasse sie. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich sie hasse. Jetzt rennt jeder durch meine Hütte. Jeder Arsch. Wahrscheinlich hast du recht. Ja, es tut mir leid für dich. Better luck next time. So, und ich bin vor allem jetzt mal gespannt, wie es hier jetzt mit Harek läuft. Ob der ja uns angreift oder nicht. Wird man gleich mal sehen. Die ersten zwei Folgen sind jetzt raus. Vielen, vielen Dank für den Zuspruch unter diesem Projekt. Da freue ich mich sehr drüber. Und aktuell läuft auch die Abstimmung jetzt quasi seit zwei Tagen oder seit einem Tag. Ein bisschen mehr als 24 Stunden. Aktuell haben 558 Leute abgestimmt. Was sehr viel ist, sehr cool. Aber es gibt klar eine kleine Problematik. Und zwar haben 37% für die Bruderschaft gestimmt und 37% fürs alte Lager. Das neue Lager ist, denke ich mal, raus mit 26%. Aber... ja, also ich guck morgen mal rein und gucke und hoffe, dass dann entweder eine Entscheidung gefallen ist zwischen der Bruderschaft oder dem alten und dem alten Lager. Ansonsten muss ich nochmal eine neue Abstimmung mit nur den beiden Lagern starten. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich will erstmal für alle Lager questen und so, aber ist schon ein bisschen ja, Kopf an Kopf rennen. Das trifft ganz gut. Warte doch mal. Ich habe gehört, du hast dich mit Bloodwyn unterhalten. Warum? Was willst du? Fand ich echt gut von dir, dass du dich geweigert hast, ihm Schutzgeld zu zahlen. Das heißt, wir anderen müssen deinen Teil mitbezahlen. Ich werde dafür sorgen, dass du dich daran erinnerst, wenn er dich das nächste Mal fragt. Hey, du! Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als Freund zu erweisen. Mit nur 10 Erz bist du dabei. Wie sieht's aus? Nee. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Waffe weg! Waffe weg! Waffe, 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 Waffe weg! Waffe weg! Waffe, Waffe weg! Was wird da? Waffe weg! Waffe weg! Waffe weg! Ja, genug! Kann ich da mal vorbei? Ja, ganz vorbei. Er hat ihn fertig gemacht! Aber interessant, hätte Bloodwyn jetzt nicht eigentlich einschreiten müssen? Weil Harek hat ihm ja wahrscheinlich Schutzgeld bezahlt. Hey, du! Ich hab gehört, du wolltest Bloodwyn kein Schutzgeld zahlen. Was willst du? Dich warnen. Bloodwyn hat einige Leute bezahlt, damit sie dir Ärger machen. Das wird ich dir noch leid tun. Ich hab gesehen, wie er mit Harek darüber geredet hat. Und nur die Götter wissen, mit wem noch. Was Harek betrifft, kommt deine Warnung etwas spät. Er muss noch mit jemand anderem geredet haben. So viel habe ich mitgekriegt. Also pass auf dich auf! Warum hast du mir die Sache mit Bloodwyn erzählt? Weil hier eine Hand die andere wäscht. Du siehst nicht so aus wie einer, der das nicht begreifen würde. Und weil ich dir jetzt einen Gefallen getan habe, möchte ich dir Gelegenheit geben, dich zu revanchieren. An was hattest du denn da gedacht? Ich habe kein Erz mehr und Bloodwyn hat schon versucht, das letzte Bröckchen aus mir rauszupressen. Jetzt, wo ich dir geholfen habe, könntest du ihm doch meine 10 Erz geben, oder? Sag ihm, sie kommen von mir. Ich werde sehen, was ich machen kann. Danke, Mann. Du bist meine Rettung. Sag mir Bescheid, wenn die Sache gelaufen ist, ja? Voll geil. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Jetzt bin ich auf den Dialog gespannt, den es da jetzt mit Bloodwyn gibt. Also erstmal rede ich mit dir. Suchst du wieder Streit? Bei dir gerne. Geil, Alter, jetzt gibt's einen Dialog, den ich gar nicht kenne. Jesse schickt mich. Ich will seine 10 Erz für ihn zahlen. Du solltest lieber deine 10 Erz zahlen.
Vergiss Jesse, er ist ein Verlierer und wird sowieso bald draufgehen. Nein, ich werde für ihn zahlen. Hier, nimm die 10 Erz und jetzt lass ihn in Ruhe. Wie du willst, Mann, wie du willst. Voll geil, Alter. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Das hab ich so noch nie gespielt. Kann ich da mal vor... Das hab ich so noch nie gespielt. Das ist ja mega geil. Voll geil. Das feiere ich jetzt schon total. Ich hab den Dialog noch nie gehört. Ist ja mega. Ich habe Bloodwin bezahlt. Ja? Gut. Dann sind wir ja jetzt quitt. Was? Ich habe 10 Erz ausgegeben für einen Tipp, den ich sowieso schon wusste. Genau, eine Hand durch die andere. Boah, was sage ich dem denn jetzt? Das kenne ich gar nicht. Ich weiß nicht, was danach passiert. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr das schon kanntet. Also ich kann es definitiv noch nicht. Ja, ich bin mal nett zu dem, oder? Genau, eine Hand wäscht die andere. Okay, gut. Aber richtig krass, ich habe eine Quest gefunden, die ich noch nicht kannte. Mega. Übrigens, diese Federchen hier, mit der Fleischkeule zum Beispiel oder dem Hammer am Tor oben beim Austauschplatz, das kommt nicht durch die Mod, das ist ein Fehler durch einen Renderer. Hätte ich eigentlich wissen müssen, aber habe ich irgendwie vergessen in dem Moment. Oder in die Kommentare geschrieben. Tja, was haben wir denn jetzt hier noch? Neue Seelen für die Bruderschaft. Auftrag von Torus, Karte für Redford. Das können wir machen. Wir können mal zu Graham gehen. Habe ich aktuell? Nein, ich brauche noch 210 Erfahrungspunkte. Okay, nee, stopp, wir machen es anders. Ich gehe jetzt mit Baal Parvis in die Bruderschaft. Dort hole ich das Rezept von... Mache ich es erstmal anders? Boah, ich weiß gerade nicht so genau, was ich jetzt als erstes erstmal machen soll. Wir gehen erst in die Bruderschaft mit Baal Parvis, wenn ich hier wirklich erstmal nichts mehr zu tun habe. Dann gehen wir in die Bruderschaft. Dann quest ich dort alles durch. Dann gehe ich wieder hierher, bringe Dexter das Rezept. Frag bei Diego, wie es mit meiner Aufnahme aussieht. Dann gehen wir ins neue Lager. Dann questen wir dort komplett. Das sind doch alles nur Gerüchte. Dann gehe ich in die alte Mine. Und dann dürfte eigentlich die Entscheidung des Lagers schon gefallen sein eigentlich. Komm, wir quatschen mal mit Baltaran. Von mir erfährt keiner was. Gerade für letzte Schade. Aber bald für dich muss nicht gleich jeder wissen. Ey, Bro. Aber voll cool, wie der jetzt den Johnny hält. Und tschüss. Mann, jetzt red doch mit mir. Bro. Na, endlich. Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Baal Taran von der Bruderschaft des Schläfers. Ich muss in die Burg. Kannst du mir dabei helfen? Ich fürchte nicht, Bruder. Die einzigen von uns, die die Burg betreten dürfen, sind diejenigen, die Gomez das Kraut liefern. Wir ernten Sumpfkraut und verkaufen einen Teil davon ans alte Lager zum Austausch gegen Waren aus der Außenwelt. Wenn du einer der Kuriere wärst, die für Kor Kalom arbeiten, könntest du in die Burg kommen. Aber dazu müsstest du natürlich einer von uns sein. Was willst du überhaupt in der Burg? Ich will dort jemanden treffen. So? Wen? Und wieso wartest du nicht einfach, bis er rauskommt? Es ist einer der Magier. Oh, tja. Die kommen wirklich nie raus. Da musst du schon in die Burg rein. Was willst du denn von denen? Magische Runen kaufen? Oder Tränke? Das geht dich nichts an. Ist ja schon gut, Mann. Ich wollte dir nur helfen. Wer ist der Schläfer? Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat sich vor 5 Jahren durch Iberion unseren Meister offenbart. Seitdem haben wir den 3 Göttern abgeschworen. Und das
solltest du auch tun. Die Götter haben es zugelassen, dass wir in dieses Gefängnis verbannt wurden. Der Schläfer aber wird uns wieder in die Freiheit führen. Wenn du meinst. Wie beweist euch euer Gott seine Macht? Er spricht zu uns durch Visionen. Wer seine Stimme gehört hat, zweifelt nicht mehr an seiner Macht. Wenn man das Kraut, das im Sumpf wächst, einnimmt, ist man dem Schläfer nahe und kann ihn hören. Manche sehen auch Bilder. Verstehe. Ich stelle mich mal anders im Winkel, damit ich den besser beim Dialog sehen kann. Wie soll der Weg in die Freiheit aussehen? Wir bereiten eine große Anrufung des Schläfers vor, in der alle Novizen zusammen den Kontakt herstellen. In dieser Anrufung wird uns der Schläfer den Weg in die Freiheit offenbaren. Na gut, dann reden wir erstmal mit Graham. Er zeichnet Karten. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Graham. Ich zeichne Karten. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? Diego schickt mich. Er sagt, du sollst mir eine Karte geben, auf der Weg zur alten Mine verzeichnet ist. Kein Problem. Für dich nur 20 Erz. Rück die Karte raus, oder ich poliere dir die Fresse. Mach bloß keinen Mist, Mann. Ich will keinen Ärger. Hier, nimm die verdammte Karte und jetzt lass mich in Ruhe. Eines Tages werde ich es dir schon noch zeigen. Voll geil. Eines Tages werde ich es dir schon noch zeigen. Das ist jetzt cool, dass es keinen Dialog mehr mit ihm gibt, weil er jetzt verärgert ist. Das ist schon jetzt eine gewisse Konsequenz, sonst hätte man noch normal mit ihm handeln können und so. Finde ich schon cool. Lass uns lieber über Okay. Jetzt erstmal kurzer Zwischenstand bei Diego. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Sketty hat mir gesagt, du hast Kirgo besiegt. Aber dass du den Mumm gehabt hast, gegen Karim anzutreten, hat ihm imponiert. Obwohl du verloren hast. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Nick gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Mit Dexter muss ich noch ein ernstes Wörtchen reden. Er benutzt dich für seine eigenen Geschäfte. Aber es gibt keine Regeln für die Probe. Wenn du das schaffst, bist du einen großen Schritt weiter. Bei der Mordrak-Sache hast du einen ganz schönen Brocken als Auftrag angenommen. Er ist kein schlechter Kämpfer. Du solltest einigermaßen trainiert sein, wenn du ihn schaffen willst. Alles in allem schon nicht so schlecht für einen Neuen. Tja, na gut. Mach's gut. Da ist noch ein bisschen Potenzial nach oben. Ach, da ist der Mut schon wieder. Diese fiesen Schweine aus dem neuen Lager werden staunen, wenn sie erfahren, dass ich einen Beschützer habe. Die werden sich in die Hosen machen. Das wird ein Spaß. Sonst machen sie ja mit allen kurzen Prozess. Aber jetzt werden sie sich das zweimal überlegen. Verdammt! Jetzt geht's... Ha! Wenn du streitst. Kluges Köpfchen. Der rennt einfach in die Burg rein und keiner hält den auf. Das ist ja abgefahren. Ins Erzbaronhaus! Ja, Mann, mach sie fertig! Witziger wäre es, wenn er jetzt rausgerannt kommt und Wachenrennen hinter dem her. Das wäre eigentlich viel realistischer. Aber gut. Ja, also eigentlich, wenn wir jetzt mal so. Karte für Redford. Im alten Jahr gibt es einen Kartenzeichner namens Graham. Redford schlug vor, dass ich versuchen sollte, ihm eine seiner Karten zu klauen. Das will ich eigentlich mal machen. Ich will diese Quest mal erledigen, weil ich weiß nicht, was es da für einen Dialog dann gibt. Mit meinem nächsten Level-Up werde ich auf jeden Fall in Taschendiebstahl und Schlösser öffnen investieren. Wobei ich noch nicht so genau weiß, was jetzt sinnvoller ist. Ah, hier ist nichts drin, schade. Weil ich glaube, beides kostet nämlich jeweils 10 Lernpunkte. Ich glaube, ich kann nicht beides gleichzeitig lernen. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an.
Nee, beides nur 5. Aber 200 Erz jeweils. Okay, Mist. Also es wird eher am Erz als an den Lernpunkten scheitern. Bitter. Oder ich investiere alles in Stärke und krieg Kyrgos Schwert. Okay. Ich glaube, dann lerne ich erstmal Schlösser knacken. Ich glaube, 200 Erz kriege ich schon irgendwie zusammengekratzt. Das sollte möglich sein. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich gehe jetzt mit Bald Parves ins Sumpflager. Auf dem Weg dorthin werde ich auf jeden Fall ein Level absteigen. Und im Sumpflager angekommen, muss ich erstmal zusehen, dass ich irgendwie Erz auftreibe. Also Sachen verkaufen. Warum erfahre ich das erst jetzt? Das ist nicht so einfach. Das wird nicht so einfach. Alle sind gerannt wie die Hasen. Und eigentlich habe ich vor, mich von Mordrak ins neue Lager bringen zu lassen. Das bringt auch Erfahrungspunkte. Also eigentlich will ich den nicht vermöbeln, sondern ich will ihn aus dem Lager bringen, indem ich halt quasi das Lager mit ihm verlasse. Oh, warte mal. Geil. Das ist so ein super cooles Feature. Mich braucht. Ah, hier ist nichts drin. Schade. Lass dich auf ihn. Drehen ist möglich. Okay, cool. Ich dachte, das wäre schon geklärt. Na gut, Parves, dann auf geht's zur Bruderschaft. Kann schon sein, aber wen interessiert das? Und was ist der rechte Weg? Der Weg des Schläfers. Er allein hat die Macht, uns von hier zu befreien. In unserem Lager bereiten die Gurus eine große Beschwörung vor. Sie wollen mit dem Schläfer in Kontakt treten. Bisher hat er nur durch Visionen zu uns gesprochen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir brauchen dazu so viel Anhänger wie möglich. Durch unsere gebündelte geistige Kraft werden wir zu ihm durchdringen. Unser Lager liegt etwas weiter entfernt in den Sümpfen. Ich kann dich aber hinbringen, falls du es wünschst. Mach ich das jetzt erst? Ja. So, jetzt. Das sind doch alles nur Gerüchte. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ich habe auch nicht genug Erze, mir eine Hose zu kaufen. Ich weiß nicht. Kann einem leid tun. Ich glaube auch nicht, dass ich direkt diesen Novizenrock bekomme am Eingang vom Sumpflager. Das werde ich auch nicht kriegen. Was hätte ich davon, mich euch anzuschließen? Vielleicht bist du einer der Auserwählten, denen der Schläfer die Gabe der Magie verleiht. Oder du erreichst die höchsten Ehren und wirst zum Templer berufen. Nur die besten Kämpfer unter uns dürfen diese Position bekleiden. Wenn der Schläfer mit dir ist, kannst du sogar beides kombinieren. Die Besten unter den Templern haben nämlich auch die Gabe der Magie. Du siehst, in unserer Bruderschaft gibt es viele Möglichkeiten für dich. Überzeuge dich selbst davon, bevor du dich vorschnell für ein anderes Lager entscheidest. Wer ist der Schläfer? Der Schläfer spricht zu uns durch unsere Träume und Visionen. Seit er vor 5 Jahren das erste Mal mit Iberion in Kontakt trat, hat er uns geleitet. Alle Anhänger der Bruderschaft haben dem Glauben an die 3 Götter abgeschworen. Wir bitten nur noch den Schläfer um Erlösung. Erlösung wovon? Na, von diesem gottverdammten Ort hier. Der Schläfer wird uns den Weg in die Freiheit weisen. Das hätte er doch besser wissen müssen. Was hat euch der Schläfer gesagt? Er hat uns in den Sumpf geführt, zu den alten Tempelruinen. Dort haben wir unser Lager errichtet. Er hat uns die Unabhängigkeit gegeben. Keiner von uns muss mehr in den Minen schuften. Er hat uns die Wirkung des Sumpfkrauts gezeigt. Wir verkaufen es an die anderen Lager und bekommen dafür alles, was wir brauchen. Und er gab einigen von uns die Gabe der Magie. Einer alten, mächtigen Magie, verschieden von der, die die Magier des Reiches anwenden. Erzähl mir von der Magie des Schläfers. Diese Gabe verleiht die Fähigkeit, Dinge mit der Kraft deines Willens zu kontrollieren. Nur die Gurus unserer Bruderschaft sind in die Geheimnisse dieser Magie eingeweiht. Bring mich zu eurem Lager, das will ich mir ansehen. Sehr gut. Ich werde vorangehen, folge mir. Also was ich mich jetzt auch frage ist, ist das hier wie in der Mod Welt der Verurteilten, dass man auch Guru werden kann? Ist das wirklich wahr? Das wäre so geil. Wenn die Abstimmung nämlich dann so aussieht, dass wir in die Bruderschaft gehen, dann werde ich definitiv... Das ist doch nichts Neues. Dann werde ich wohl Guru werden, ja. Dann werde ich wohl Guru werden. Das ist wirklich nicht mein Problem.
Das wird so geil. Mit Glatze dann, Antrum dran, hab mich auch in den Kommentaren gelesen. Wenn wir der Bruderschaft uns anschließen, dann werden wir auf jeden Fall eine Glatze besitzen. Oder eine Glatze bekommen. Ja, das wird ganz geil, glaube ich. Wo ist denn der Varan? Ja, ich komme gleich. Der Varan ist irgendwie weg hier. Wie kann das denn sein? Drüben der alte Pacho. Mit dem reden wir später. Aber erstmal. Ich muss alles hier aufsammeln, was ich jetzt finden kann. Was ich irgendwie vielleicht sogar verkaufen kann. Um irgendwie Geld zusammenzukratzen. Ich brauche 200 Erz für Schlösser knacken. Und sobald ich diese Fähigkeit dann habe, dann kann ich auf jeden Fall erstmal die Truhen im alten Lager ausplündern. Und die Truhen in der Bruderschaft oder wo auch immer. Und kann dann erstmal auf jeden Fall mit genug Erz dann oder mit genug Zeug mir dann richtige Ausrüstung kaufen. Und weitere Talente lernen etc. Drecksviecher! Ich habe sogar ich getötet. Geil. Ja, geh weiter. Alter Mann. Halt, stopp. Muss auf jeden Fall diese Steinwurzel hier mitnehmen. 4 Blutfliegen. Und er hat nicht mehr so viel Leben. Drecksviecher! Oh. Tja. Ich hoffe mal, der schafft ihn. So, einen habe ich ihm vom Hals geschafft. Ich greife nur die an, die er auch angreift, weil der Fokus dann hoffentlich bleibt. Das ist jetzt schlecht. Sehr schön, das ist Level Up. Ah ja, Leben hat er noch. Aber könnte knapp werden, vor allem wenn da vorne dann noch Varane kommen. Drecksviecher! Schon ein bisschen Angst, dass er das nicht schafft vielleicht. Nein! Sehr schön. Hä, wieso gab das jetzt so 35 Erfahrungspunkte? Wurden die genervt? Oder kriegt man wirklich nur geteilte Erfahrungspunkte, wenn man zusammen gegen ein Vieh kämpft? Das wäre schlecht. Dann hätte ich wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen Verluste. Muss ich jetzt mal drauf achten. Drecksviecher! Oh. 30? 30. Haben Scavenger vorher auch nur 30? Oh, jetzt weiß ich es nicht. Okay, ich speichere hier mal kurz. Wir sind schon relativ weit gekommen. Ich habe Angst, dass der jetzt aber stirbt. Weil Varane sind, glaube ich, nicht so witzig. Ich glaube, die Varane... Also im Normalfall schafft er die Varane relativ einfach, aber... In der Mod hier ist jetzt alles ein bisschen schwerer. Oh je. Warte. Bring mich zu eurem Lager, das will ich mir ansehen. Sehr gut. Ich... Boah, vielleicht kann er die auch ignorieren. Warte mal, stopp. Ich halt mal ein bisschen kurz mich weg. Okay, aktuell sind die jetzt weit genug weg. Lauf los, Mann. Ich hoffe, der ignoriert die jetzt einfach. Bitte ignoriere die einfach. Nicht draufgehen. Ja, sehr gut. Ausgezeichnet. So ist es gut. So ist es gut. Dann nehme ich mir die halt später vor.
Alter, jetzt nicht. Erstmal ins Gesicht springen. Wunderbar. Oh, da ist eine Brücke. Da ist jetzt eine Brücke. Wie cool ist das denn? In die Rückkehr gab es diese Brücke auch schon. Zumindest in der Version, in die ich damals Let's Played habe, gab es die Brücke schon. Oh. Tatsächlich, wenn der die tötet, gibt es nur die Hälfte der Erfahrungspunkte. Aber wenn ich die alleine töte, gibt es die vollen Erfahrungspunkte. Tatsächlich. Okay, na gut. Das heißt, man muss den Kill schon selber durchführen, ne? Was machst du denn da? Komm doch einfach mit. Ja, diese Stelle da drüben. Mal gucken, was es dort noch zu finden gibt. Aber da werde ich erst lang gehen, sobald ich irgendwie mindestens Novize oder Schatten bin. Ich glaube, vorher ist es tödlich, da lang zu gehen. Die Kolonie ist um einiges gefährlicher geworden. Okay, ich muss zugeben, das nervt ein bisschen. Dass der jedes Mal erstmal seine Gruß da macht, wenn man auch nur einen Hauch von ihm entfernt ist. Ich finde, man sollte den Radius ein bisschen erhöhen, falls es möglich ist. Ich finde, das ist zu niedrig. Aber gut, so meine Meinung. Ach, ja, komm schon. Oder diesen Gruß irgendwie verringern von der Dauer her. Bis es nicht so lange dauert. Aber gut, wir haben es geschafft. Wir sind angekommen. Dort unten liegt das Lager der Bruderschaft. Geh durch das Tor und rede mit meinen Brüdern. Ich bin sicher, dass du den Weg nicht umsonst gemacht hast. Frag nach Kor Kalom. Er hat die Aufsicht über die Novizen und die Lehrer. Ich gehe zurück ins alte Lager. Es gibt noch viele Unwissende, die auf den richtigen Weg gebracht werden müssen. Viel Glück. Hoffentlich überlebt das. Gut, können wir die Erzlampen irgendwie verwenden jetzt? Offenbar nicht. Hallo. Sei gegrüßt, Fremder. Du bist dabei, heiligen Boden zu betreten. Dies ist die Bruderschaft des Schläfers. Was führt dich her? Ich bin neu hier. Ich wollte mir euer Lager ansehen. Fremde sind uns willkommen. Aber es ist wichtig, dass du unsere Regeln achtest. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen Fremde sich nicht aufhalten dürfen. Ich brauche eine Rüstung. So eine Templerrüstung, wie ich sie trage, musst du dir erst verdienen. Aber du kannst einen Novizenrock haben. Immerhin, besser als nichts. Umsonst gibt es den allerdings nicht. 600, okay. Wie sieht's im Lager aus? Alles ruhig. Geh nur rein. Okay. Das passiert mir nicht nochmal. Kann ich jetzt kaputt? Ich kann ihn nicht verwenden, weil ich natürlich kein rohes Fleisch habe, ich Idiot. Wer bist du? Ich bin Lester. Ich kümmere mich um die Fremden, die hier ankommen. Gut, dass du nicht Bana Mip angesprochen hast. Kein Fremder darf die Gurus ansprechen. Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Was weißt du über das Kraut? Nun, das Kraut wächst im Sumpf. Es muss natürlich noch verarbeitet werden, damit man es rauchen kann. Das machen wir Novizen. Das Kraut hat eine beruhigende und entspannende Wirkung. Es hilft dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dein Bewusstsein zu öffnen. Wir tauschen es gegen Waren aus den anderen Lagern und benutzen es, um neue Leute anzuwerben. Das führt natürlich dazu, dass viele Leute nur wegen des Krauts zu uns kommen. Naja, immerhin helfen sie bei den anfallenden Arbeiten. Was hat es mit dem Schläfer auf sich? Der Schläfer ist ein göttliches Wesen. Er schenkt uns Visionen. Zumindest den Gurus. Wir beten zu ihm, denn er wird uns allen die Freiheit schenken. Und daran glaubst du? Hey, ich bin seit 2 Jahren in der Barriere. Weißt du überhaupt, wie lange 2 Jahre sein können? Du kannst dir nicht vorstellen, was ich alles bereit bin zu glauben und zu machen, damit ich hier wieder rauskomme. Erzähl mir was über die Gilden.
Die Gurus bilden die oberste Gilde. Sie sind der Geist des Lagers, denn ihre Macht ist groß. Die Templer benutzen ihre geistige Stärke im Kampf. Sie haben einen unbezwingbaren Willen. Leg dich besser nie mit ihnen an. Ich selber gehöre zu den Novizen. Wir beten zum Schläfer und verrichten die Arbeiten, die hier im Lager anfallen. Einige der Novizen werden als Gurus aufgenommen, aber dazu gehört eine viele Jahre lange Ausbildung. Okay, gut, Lester, mein Freund. Der Schläfer möge dich behüten. Dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich danke sehr recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt gesund, lasst gerne ein Abo und ein Like da und folgt mir auf Twitch, Link in der Videobeschreibung. Bis zur nächsten Folge und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.